Zeiten der Stagnation, seien sie durch Trägheit oder durch Gewaltherrschaft entstanden, kann kein Leben entstehen. Leben ist Unruhe, die durch exzentrische Einzelpersonen ausgelöst wird. Um diesem Leben zu entsprechen, muss die Gesellschaft Risiken eingehen, ja sogar ein gewisses Maß an Regelverstößen akzeptieren. Wenn die Gesellschaft leben will, muss sie gefährlich leben. Anarchismus ist Freiheit, ist die offene Tür, die ins Unendliche führt. Das Tor zu Freiheit und Wohlstand der Menschheit. Ich erwachte vom Sirenengeheul der Fabriken. Ganz Barcelona schien wie ein einziges Herz zu schlagen. So was erlebt man höchstens einmal in 100 Jahren. Das hat mein Leben geprägt und seitdem lebe ich mit diesem Gefühl. Die wahre Revolution fand am 19. Juli statt. Das Volk verteidigte sich spontan gegen das Militär. Und zum ersten und einzigen Mal siegte das Volk über die Soldaten. Wir sind mit der Armee fertig geworden, verkündete García Oliver am 20. Juli. Wir hatten etwas erreicht, was noch niemals vorher gelungen war. Es war ein großartiges Gefühl, denn wir dachten, die soziale Revolution hätte nicht nur in Spanien gesiegt, sondern in der ganzen Welt. Fue espontáneo. El pueblo se encontró dueño de su destino. Alles geschah ganz spontan. Das Volk hielt sein Schicksal in den Händen und übte seine Macht aus. Die Hoffnungen, von denen wir so lange geträumt hatten, wurden wahr. Wir haben einfach die Gelegenheit beim Schopf ergriffen. Se acepta, se lleva a cabo y se acabó. La libertad. Jedes Jahr erinnern die Anarchisten, Hauptakteure der Revolution während des Spanischen Bürgerkriegs 1936 bis 1939, an jenen Sommer, der ihr Leben für immer verändert hat. Spanien 1936, da waren wir noch etwas jünger. Ein Volk ohne Geschichte ist kein Volk, sondern ein Nichts. Das zu begreifen, nimmt einen schon mit. Sie haben alles versucht, um die Revolution schlecht zu machen, sie totzuschweigen. Bis vor wenigen Jahren gab es nicht ein einziges Buch über die wahren Hintergründe der Revolution. Ich bin Maurer. Wenn ich ein Haus baue, fange ich mit dem Fundament an. Alles im Leben hat einen Anfang, ein Fundament. Und darauf muss man aufbauen. Die Leute müssen wissen, warum wir gegen den Faschismus gekämpft und ihn besiegt haben. Welche Ideen wir vertreten haben. Und warum sich die Bevölkerung mit unseren Ideen identifiziert hat. Nos defendimos contra el fascismo, ¿por qué vencimos al fascismo y qué eran las ideas que nosotros preconizábamos y que el pueblo se sintió identificado con ellas? Die Lebensbedingungen, unter denen ein Großteil der spanischen Bevölkerung 1930 lebt, haben sich seit Beginn der industriellen Revolution vor 100 Jahren nur unwesentlich geändert. Analphabetismus und soziale Ungerechtigkeit bleiben bestehen, ohne dass der Staat, die Kirche oder das Bürgertum Abhilfe schaffen. Die Ideen des Anarchismus, der wie eine sozialistische Utopie zur Bekämpfung sozialer Ungerechtigkeit erscheint, haben seit 100 Jahren die benachteiligten Klassen durchdrungen.
Die revolutionären Theorien von Kropotkin und Bakunin finden vor allem in Andalusien und Katalonien Anhänger. 1840 entsteht in Barcelona die erste Arbeiterorganisation. 30 Jahre später ist sie ein Vorbild für das restliche Europa. Nach der Spaltung der ersten Internationalen siegen in Spanien die antiautoritären Ideen von Bakunin über die autoritären Theorien von Marx. Es funktioniert nur, wenn alles frei ist. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen dem antiautoritären Bakunin und dem autoritären Marx. Fermín Salvochea ist einer der einflussreichsten Anarchisten in Andalusien, wo der Landbevölkerung eine Bourgeoisie von Großgrundbesitzern gegenübersteht, deren riesige Ländereien brach liegen. Eine Handvoll Kaziken, Bonzen, die die Politik manipulierten, besaßen riesige Ländereien. Den Arbeitern gaben sie nur für 2 oder 3 Monate Arbeit. Das restliche Jahr herrschte fast totale Arbeitslosigkeit. Den Menschen ging es sehr schlecht. Mit dem Ruf, es lebe die Anarchie, stürmen 4000 hungerleidende Bauern die Geschäfte von Jerez. Um die anarchistischen Gruppierungen, die in Andalusien immer mehr an Einfluss gewinnen, ein für alle Mal auszulöschen, erfindet die Regierung eine verschwörerische Organisation, La Mano Negra, die Schwarze Hand. Verdächtige Personen werden umgebracht oder ins Gefängnis gesteckt, weil sie angeblich Mitglieder dieser real nicht existierenden Organisation sind. Einer der Verfolgten ist Sanchez Rosa, Autor verschiedener Bücher, die den Arbeitern zeigen, wie sie sich im Klassenkampf verteidigen können. Der Konflikt zwischen Unternehmern und Arbeitern verschärft sich, als einzelne Anarchisten blutige Anschläge verüben. Barcelona wird in Europa als die Feuerrose bekannt und die Festung auf dem Montjuïc erlangt traurige Berühmtheit durch Erschießungen und die Inhaftierung zahlloser militanter Mitglieder der Arbeiterorganisationen. Anarchismus wird immer mit Waffengewalt gleichgesetzt. Wir mussten zwar Waffen einsetzen, aber unser oberstes Prinzip, um eine neue Welt zu schaffen, war immer die Sensibilisierung der Menschen durch kulturelle Arbeit. Die Anarchisten glauben, dass das Volk zunächst ein revolutionäres Bewusstsein erlangen muss, um die Realität zu erkennen und sie dann zu verändern. Wir hatten einen ungeheuren Wissensdrang, aber nicht die Möglichkeit zu lernen. Darum gab es so viele Zeitschriften und Broschüren in der spanischen Anarchistenbewegung. Jeder Ort hatte seine Zeitung oder sein Mitteilungsblatt. Jeder versuchte, sich zu bilden. Das ist das Erstaunliche, was kaum einer versteht. Soledad Gustavo und Juan Monsin, genannt Federico Urales, gründen Ende des 19. Jahrhunderts die Zeitschriften Tierra y Libertad und La Revista Blanca. La Revista Blanca erreicht eine Auflage von 12.000. Der französische Anarchist Proudhon stellt sein Föderalismuskonzept vor, das später von den spanischen Anarchisten aufgegriffen wird. Anselmo Lorenzo unterbreitet in seinem Werk El Proletariado Militante, Erinnerungen eines Internationalen, revolutionäre Theorien zur Befreiung der Arbeiterklasse. Die zukünftige Gesellschaft soll auf Freiheit und Solidarität aufbauen und ohne jegliche Autorität auskommen. Der Anarchismus ist nicht bloß eine Theorie, eine Philosophie oder ein Programm. Er ist eine Lebensform. Una forma de vivir. Die Anarchisten richten kostenlose Schulen ein, die Bildung für alle ermöglichen. 1902 gründet Francisco Ferrer Guardia die moderne Schule, die auf den Grundsätzen des Rationalismus aufbaut. Seine Lehre basiert auf der physischen, intellektuellen und moralischen Achtung vor dem Kind.
Ferrer Guardia reagierte damit auf den Obskurantismus, den Verdummungseifer der katholischen Erziehung. Als Anarchist und Anhänger von Descartes wollte er seine Schule zu einer Bildungsschmiede machen, die vor allem auf Verstand und Logik aufbaute. Aus diesem Grunde erteilte er auch Kapitalismus, Politik und jegliche Art von Macht eine Absage. Sie gaben erst Ruhe, als sie Ferrer Guardia hingerichtet hatten. Der Grund für seine Erschießung war die angebliche Teilnahme am Soldatenaufstand von Barcelona im Jahr 1909. Die Soldaten wollten sich nicht nach Afrika einschiffen lassen, wo einige Militärs, inklusive des Königs, aus Lust und Laune Krieg führten. Ferrer hatte allerdings nichts damit zu tun. Er war nicht einmal in Barcelona. Aus dem lokalen Gewerkschaftsverband Solidaridad Obrera entsteht 1910 die CNT, der Nationale Arbeiterbund. Ziel ist die Vereinigung des spanischen Proletariats in einer anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft, die allen Arbeitern offen steht. Anders als die politischen Parteien akzeptiert die CNT Streik, Sabotage und Boykott als Kampfmittel. In den folgenden 20 Jahren entwickelt sich die CNT zur effizientesten gewerkschaftlichen Bewegung des modernen Europa. Die CNT ist der Versuch der Arbeiter, sich zu organisieren, um eine wirtschaftlich und sozial bessere Gesellschaft zu erlangen. Langfristiges Ziel ist die Selbstverwaltung. Das heißt, alle Funktionen, die heute vom Staat ausgeübt werden, sollen von den Arbeitern übernommen werden. Der Staat wird überflüssig. Der Erste Weltkrieg beschert der Bourgeoisie in Spanien einen wirtschaftlichen Aufschwung. An den Lebensumständen der Arbeiterklasse ändert sich nichts. Die Spannungen werden größer. Nach dem Vorbild der russischen Revolution organisieren die spanischen Arbeiter zahlreiche Streiks, bis sie zum ersten Mal den 8-Stunden-Tag durchsetzen können. In einer Gießerei wurden 4 Arbeiter entlassen, weil sie den 8-Stunden-Tag forderten. Da die Arbeitgeber sich darauf nicht einlassen wollten, schlossen sie einfach die Fabriken und sperrten die Arbeiter aus. Für die Arbeiter aus Ripoll gab es auf dem Rathausplatz eine Notverpflegung, denn die Aussperrung dauerte 9 Wochen. ...1919 hat die CNT bereits über 700.000 Mitglieder. Die schweren Arbeitskämpfe führen vor allem bei den Jugendlichen zu extremistischen Reaktionen. Es entstehen Aktionsgruppen wie Los Solidarios, die Solidarischen. 1938 erinnert García Oliver, Mitstreiter von Durruti und Ascaso, als Minister der Republik an die Jahre des Kampfes, in dem zahlreiche Anarchisten fielen. Unter ihnen Salvador Seguí, El Noy del Sucre, der Junge vom Zucker. Nuestro grupo anarquista se formó el año 1923. Dueños casi de la ciudad eran las bandas de pistoleros del sindicato libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policíacas coadyuvaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo. Les vencimos. Unter der Militärdiktatur von Primo de Rivera wird die CNT verboten. Viele Anarchisten gehen ins Ausland. Durruti und Ascaso setzen ihre revolutionäre Tätigkeit in Lateinamerika fort. Empecé haciendo carrera por atajo y vereda, muestra para mí. Y decía mi vecino que llevaba mal camino, apartado del redil. Mit dem
Ziel, die Ideen des Anarchismus innerhalb der CNT reinzuerhalten, wird 1927 in Valencia die FAI, die Iberische Anarchistische Föderation, gegründet. Um der FAI anzugehören, durfte man keinen Militärdienst geleistet haben, nicht kirchlich getraut sein und musste seine Kinder möglichst auf die moderne Schule schicken. Das war ein ungeschriebenes Gesetz. Man durfte weder rauchen noch trinken. All das war Voraussetzung. Eine natürliche Auslese, die die Organisation stark machte, ohne Sektierertum, sondern durch moralische Selbstverpflichtung. Mein Vater war eine Zeit lang Sekretär der FAI. Er hatte immer irgendwelche Posten, denn er war ein Mann der Tat, sehr radikal. Meine Mutter auch. Sie hatte großen Einfluss. Beide waren sehr menschlich und sehr gebildet und umgaben sich immer mit Gleichgesinnten. Der Anarchist war bestrebt, ein anständiges Leben zu führen. Er wollte ein Vorbild sein. Während der Militärdiktatur arbeiten die Anarchisten im Untergrund weiter. Aber viele wandern aus, auf der Suche nach einem besseren Leben. Mein Vater, debido a la crisis de trabajo y la compañía Peñarroya, pues un día decidió marchar a Barcelona. Pero nosotros nos quedamos allá en espera que el hombre ganase algún dinerillo y pudiéramos coger... Wegen der Krise bei der Firma Peñarroya beschloss mein Vater, nach Barcelona zu gehen. Der Rest der Familie blieb zurück und sollte warten, bis er genug Geld verdient hätte, damit wir nachkommen könnten. Es dauerte ein ganzes Jahr. In Barcelona lernte er einen Gleichgesinnten kennen, der ihn fragte, ob er nicht für die Straßenbahn arbeiten wolle. Er sagte, ich habe auch eine Unterkunft für dich in meiner Hütte. In dieser Hütte lebten wir dann alle zusammen. Wir fünf und die fünfköpfige Familie des anderen. 10 Personen auf ein paar Quadratmetern. Mein Vater war damals schon in der CNT. Eines Tages riefen sie ihn und sagten, er sei entlassen. Ein Arbeiter aus Murcia hatte etwas falsch gemacht und deshalb setzten sie 80 Arbeiter aus Murcia auf die Straße. Der wahre Entlassungsgrund war natürlich, dass all diese Männer in der CNT organisiert waren. Wir wussten, es gab eine Welt, in der wir nichts zu sagen hatten. Die Welt derer, die unsere Eltern verhafteten und uns keine Arbeit gaben. Die Welt der Kapitalisten und der Bourgeoisie. Wir waren ihre Opfer. Aber man hatte uns mit so viel Enthusiasmus erzogen, dass wir hofften, diese Ära werde bald vorbei sein und die Gesellschaft gerechter und gleichberechtigter. Ich hatte am Lesen Gefallen gefunden. Und auf dem Heimweg zu unserer Hütte blieb ich, vor allem im Winter, unter den Gaslaternen oder vor den beleuchteten Schaufenstern stehen, um schnell eine Seite zu lesen. Ich arbeitete als Hutmacher, bis die Republik ausgerufen wurde. Da bin ich durch die Straßen von Barcelona gelaufen und habe gerufen, es lebe die Republik. Am 14. April 1931 wird die Zweite Republik ausgerufen. König Alfons der 13. geht ins Ausland. Ganz Barcelona war ein einziges Fest. Die Straßen waren voller Menschen. Phänomenal, wie diese Feier so spontan und ohne große Vorbereitungen stattfinden konnte. Die Menschen feierten. Die Stimmung war friedlich. Es lebe die Republik, es lebe die Freiheit, es lebe das Volk. Dieser Sprung ins kalte Wasser, den die Errichtung der Republik bedeutete, setzte all unsere Energien frei. Nie hat es junge Leute gegeben, die einen solchen Bildungsdrang hatten, wie wir damals 1931 bis 1936. Alle unsere Sehnsüchte, die wir so lange zurückhalten mussten, quollen förmlich über. Wir suchten einen Ort, wo wir uns treffen konnten und erfuhren vom Ateneo, dem Kulturverein. Dort gab es viele Aktivitäten, Theater, Esperanto, Kultur, Ausflüge, jeden Abend etwas anderes. Die Zeit reichte kaum aus. So entstand innerhalb der FAI die freiheitliche Jugend. Als ich zum ersten Mal in Clot in den Kulturverein kam, war das wie eine Offenbarung für mich. Dort waren Menschen, die genauso dachten wie ich.
Die Gewerkschaft wurde zur Bildungseinrichtung, zum Kulturverein. Von hier aus verbreiteten wir die Revolution in Spanien, in der ganzen Welt, ja bis zum Mond. Da wurde nicht Karten gespielt oder getrunken. Da wurde gelesen und diskutiert und geschrieben. Es gab Theateraufführungen und Dichterlesungen. Und fast immer wurde darin die soziale Problematik behandelt. Alle Publikationen der spanischen Anarchisten waren ein großer Erfolg. Allein zum Thema Anarchismus gab es über 70 Publikationen. Kaum saßen drei Anarchisten zusammen, entstand eine neue Zeitung wie El Cantero oder La Voz de la Tierra. Die Bücherstände auf den Ramblas wurden eröffnet. Das war ein großer Erfolg. Wir hatten nicht genug Hände, um die Schriften zu verkaufen. Die legale Abtreibung, 12 Beweise zur Nichtexistenz Gottes, Dynamit fürs Gehirn. Wir haben ausgerufen und verkauft wie wild. Vorher hatte man uns das nicht erlaubt. Es brauchte 10 Jahre, bis man in Barcelona hören konnte, Tierra y Libertad, Land und Freiheit, ein Organ der Iberischen Anarchistischen Föderation. Das war ein großartiges Forum, vor allem für Journalisten. Alle möglichen Leute schrieben mir ihre Gedanken nieder. Tierra y Libertad verband sehr viele Leute. In den Köpfen fand eine einzigartige Revolution statt. Die Auflage von Tierra y Libertad erhöhte sich von 4.000 zu Zeiten meines Vaters auf 20.000 zwischen 1934 und 1935. Die Zeitschrift La Novela Ideal versucht, die ethischen Überzeugungen der Anarchisten in leicht verständliche Worte zu fassen. La Novela Ideal leistete großartige Jugendarbeit. Interessante Themen aus allen Bereichen, vor allem aus der Religion, wurden behandelt. Die Religion hat in Spanien ja immer einen großen Einfluss gehabt. Und um dem entgegenzuwirken, gab es diese religionsfeindlichen Artikel. Die Zeitschrift Generación Consciente, 1923 in Alcoy gegründet, macht die Leser mit den Themen Sexualität und Gesundheit vertraut. Unter dem Namen Estudios erzielt das Heft Jahre später eine Auflage von 70.000. In dieser Revista habían muchas veces artículos que hablaban de estas cosas. In dieser Zeitschrift wurden oft solche Themen behandelt. Ich habe die Hälfte verschlungen. Man konnte auch an Estudios schreiben und Fragen stellen, die dann beantwortet wurden. Später kam die Zeitschrift Pentalfa raus, die sich eher an die Nudisten wandte. In den Betrieben der Metallindustrie wurde viel getrunken. Die Arbeiter schwitzten und gegen den Durst tranken sie Alkohol. Es gab aber auch einige wenige, die weder rauchten noch tranken, sondern lasen und diskutierten. Das waren Anarchisten, Naturalisten und Nudisten, die sich sehr für Kultur interessierten. Mit denen habe ich mich zusammengetan. Para nosotros el amor libre era simplemente
Freie Liebe bedeutete für uns, dass ein Paar einfach aus Zuneigung zusammenlebte, ohne Trauschein oder irgendwelche Verträge. Wenn man sich nicht mehr verstand, trennte man sich in beiderseitigem Einverständnis und blieb weiterhin befreundet. Das war für mich wirklich revolutionär, dass man ohne den Segen der Kirche und ohne, dass man seine Kinder taufen ließ, zusammenleben konnte. Damals waren die meisten Frauen ja sehr zurückhaltend, denn man war schnell als Hure abgestempelt. Die Anarchisten wollen die traditionelle Gesellschaft durch intensive kulturelle und ideologische Arbeit verändern. Sie gründen neue Organisationen, um ihre Überzeugungen unter den Jugendlichen zu verbreiten. Die Freiheitliche Jugend entsteht, die sich später zur Iberischen Föderation der Libertären Jugend zusammenschließt. Ihr Generalsekretär wird Fidel Miró. Unser Hauptanliegen war Kultur und Propaganda. Konkret, mehr Mitglieder zu gewinnen. Wir stellten keine besonderen Anforderungen an die Leute. Es lief eher so: Willst du in der Freiheitlichen Jugend sein, dann tritt ein. Wenn du keine Lust mehr hast, trittst du eben wieder aus. Meine Freunde nahmen mich mit zur Freiheitlichen Jugend und ich trat in die Exkursionsgruppe Sol y Vida, Sonne und Leben ein. Die ganze Woche warteten wir nur auf den Samstag. Wir waren alle Proletarier und waren so lernbegierig, dass wir auf den Exkursionen immer wieder stehen blieben und einer etwas vorlas, das wir dann diskutierten. Dann ruhten wir uns ein bisschen aus und gingen wieder weiter. Es war eine nicht enden wollende Arbeit. Heute versteht man das vielleicht nicht mehr. Aber wir waren einfache Arbeiter. Und plötzlich bekamen wir kulturelles Bewusstsein und machten uns Gedanken über den Sinn des Lebens. Die Zusammenkünfte, die Aktionen und die Propagandaarbeit tragen dazu bei, dass die CNT wieder an Einfluss gewinnt. In Städten wie Barcelona ist jeder zweite Arbeiter Mitglied in dieser anarcho-syndikalistischen Organisation. Ich arbeitete zwischen 10 und 20 Stunden am Tag, je nachdem, was mein Arbeitgeber verlangte. Eines Tages ging ich zum Sekretär der CNT und fragte in meiner naiven Art: Kann ich auch Mitglied in der CNT werden? Natürlich, sagte er, du bist doch Arbeiter. Und dann sagte er etwas, was ich nie vergessen habe: Sei anständig und mach deine Arbeit gut, dann hast du ein Recht auf den 8-Stunden-Tag. Ich war Sekretär der lokalen und der regionalen Föderation. Wer keine Angst hatte, trat in die Organisation ein. Die Leute vertrauten uns, weil wir zu unserer Sache standen. Und die anarchistischen Gruppen, die es in allen Orten gab, lösten die schwersten Probleme der Bauern. Wir entwickelten ungeheuren Eifer. Zu Hause, in der Fabrik, in der Gewerkschaft, auf den Straßen und Plätzen. In Budiana fand ein Treffen statt, auf dem der Ortsvertreter, Federica Monzeni, und ich sprachen. Als ich fertig war, sagte die Monzeni zu mir: Du bist viel wert für die Bauern. Daran erinnere ich mich noch heute. Der Platz war voller Menschen und das Erstaunliche war, dass keiner applaudierte, als geredet wurde. Schweigen statt Applaus. Man dachte darüber nach, was gesagt wurde. Man hörte zu. Vereinzelt hörte man ein Viva la CNT und dann ein donnerndes Echo. Es lebe die CNT. Es lebe der freiheitliche Kommunismus. Das steckte natürlich an. Man erlebte diese Momente intensiver ohne Applaus, ohne diese kommunistische Rhetorik, die von Applauswogen begleitet wird. So war es viel ehrlicher und bewusster. Es gab eine Absprache unter den Gewerkschaftlern, dass keiner einen anderen Arbeiter ersetzte, wenn diesem gekündigt würde.
Das heißt, wenn der Unternehmer einen Arbeiter entließ, weil er ihn für einen Revolutionär hielt, oder ihn einfach rausschmiss, weil er wütend auf ihn war, gab es keinen, der diesen Arbeiter ersetzte. Uns hielt das Band der Solidarität zusammen. Das war das Allerwichtigste in der Organisation. Bueno, los vecinos eran como una gran familia. Alle Nachbarn waren wie eine große Familie. Damals gab es ja keine Arbeitslosen- oder Krankenversicherung. Wenn jemand krank wurde, kam ein Nachbar, der etwas gespart hatte und legte sein Geld auf den Tisch. Es gab kein Papier, nicht einmal einen Händedruck. Sobald man wieder zur Arbeit gehen konnte, zahlte man das Geld zurück, Pesete für Pesete. Das war einfach eine Frage des Prinzips und der Moral. Afectado cuando empezaba a trabajar peseta por peseta poco a poco devolvía, una cuestión de principio de moralidad. Es gab so etwas wie die universelle Familie. In den Arbeitervierteln machten wir es so, dass wir abwechselnd auf die Kinder aufpassten. Wer gerade nicht zur Arbeit musste, passte auf die Kinder derjenigen auf, die arbeiten gingen. Los hijos de los que no trabajaban. De niño no me gustaba. Como el viento de poniente, revoltoso y juguetón. Kampf gegen den Analphabetismus und die katholische Erziehung richten die Anarchisten Schulen ein, die nach dem Prinzip der modernen Schule von Ferrer Guardia funktionieren und die erzieherischen Grundsätze von de Croly und Pestalozzi verfolgen. La escuela natura del Plot se enseñaba todo lo que se podía de ciencias de toda clase. Lo que ocurre es que había un acento en todas partes siempre. In der Naturaschule von Klott wurden so viele Fächer wie möglich unterrichtet. Wichtiger als das reine Anhäufen von Wissen war jedoch, dass die Kinder lernten, die erworbenen Kenntnisse auch richtig anzuwenden. Ein Kind muss immer es selbst bleiben. Die Kinder sollen nicht alle gleich sein. Darauf achtete man ganz besonders, denn das ist das Grundelement des Anarchismus und seiner Lehrmethode. In unserer Pugelia-Schule habe ich weder Bakunin noch Kropotkin gelesen, sondern Tolstoi und Dichter wie zum Beispiel Blasco Ibáñez. Insgesamt also eher gemäßigte und liberale Autoren. Wir wurden nicht zur Revolution erzogen, sondern pazifistisch, antimilitaristisch und humanistisch. Mehr nicht. Era una educación más o menos pacifista, antimilitarista, humana y Die neue Schule geht von den Prinzipien der modernen Pädagogik aus, die nicht ideologiebehaftet ist. Die Freiheitsidee steht über allem und ist die Grundlage von allem. Die Befreiung der Arbeiter muss von den Arbeitern selbst ausgehen. Wenn sie nicht für ihre Befreiung kämpfen, gibt es keine Befreiung. Da die Natura-Schule oder die Industriegewerkschaft nie Unterstützung vom Staat oder der Gemeinde wollten, mussten sie sich selbst finanzieren. Die Erwartungen, die die Angehörigen der benachteiligten Klassen in die Republik setzen, werden enttäuscht. Die Regierung sieht sich mit Aufständen in Katalonien, Andalusien und der Levante konfrontiert. Die Bauern in Andalusien litten Hunger. Das feudalistische System ließ zigtausende Hektar fruchtbares Ackerland brachliegen und die Bauern hatten keine Arbeit. Darum kam es zu dem Aufstand in Casas Viejas. Die anarchistische Bewegung wollte dort den freiheitlichen Kommunismus ausrufen. Familia de Casas Viejas,
Die Familien aus Casas Viejas, einem Dorf in der Provinz Cádiz, wurden ermordet und ihre Häuser niedergebrannt. Die CNT leitete eine revolutionäre Bewegung ein, mit der nicht alle regionalen Gruppierungen einverstanden waren. Vor allem wir in Asturien waren dagegen. Die Konzepte unterschieden sich deutlich. Auf der einen Seite die permanente Revolution über einen langen Zeitraum. Auf der anderen Seite die gemäßigte Variante, die Kulturarbeit und die Vorbereitung der Bevölkerung vorsah, um dann in einem günstigen Moment die Revolution mit Aussicht auf Erfolg einzuleiten. Die Auseinandersetzungen zwischen Rechten und Linken führen in den ersten anderthalb Jahren der Republik zu 30 Generalstreiks, 400 Toten und 9000 Verhaftungen. 157 linke und 4 rechte Zeitungen werden verboten, die Agrarreform und die Neuorganisation des Schulwesens kommen zum Stillstand. Nach dem Scheitern eines Militärputsches gewinnt die Rechte die Wahlen. Gil Robles ging nur deshalb als Sieger hervor, weil 90% nicht zur Wahl gingen. Wir wollten der Republik eins auswischen, weil sie statt auf unserer Seite eher auf der Seite der anderen war. Die Fabrikbesitzer brachten ihr Geld ins Ausland und schlossen die Fabriken. Die Gewerkschaften wurden in ihrer Arbeit behindert, wo es nur ging. Die Gefängnisse waren überfüllt mit Arbeitern und politischen Gefangenen, deren einziges Vergehen darin bestand, dass sie Verbindungen zur Gewerkschaft hatten. Ich selbst saß auch 6 Monate und war damit noch gut dran. In Asturien kollektivieren die CNT und der Sozialistische Gewerkschaftsverband UGT Bergwerke und Fabriken. Ramón Álvarez ist Mitglied im Revolutionskomitee. La idea general estaba concebida primero detener. Anfangs war die Grundidee gewesen, den Vormarsch des Faschismus in Europa aufzuhalten. Später kam man in einem wesentlichen Punkt überein, die Oktoberrevolution sollte die Schaffung einer sozialistisch-föderalistischen Gesellschaft zum Ziel haben. Doch die Revolution in Asturien wird von den linken Kräften im übrigen Spanien nicht unterstützt. 2 Wochen halten die asturischen Arbeiter den Regierungstruppen unter dem Kommando von General Franco stand. Schließlich wird die Revolte niedergeschlagen. Ein Vorzeichen für den bevorstehenden Bürgerkrieg. Februar 1936. Bei Neuwahlen besiegt die linksgerichtete Volksfront die rechtsgerichtete Nationale Front. Die Stimmen der CNT waren ausschlaggebend für den Sieg. Im Februar wurde entschieden, diesmal wird gewählt. Viele gingen zur Wahl, ich nicht. Aber damals wählten viele, weil rund 15.000 von uns in den Gefängnissen saßen. Es kommt zu Streiks, Landbesetzungen und Zusammenstößen zwischen der Guardia Civil und den Arbeitern und Bauern. Während die Rechten den Staatsstreich vorbereiten, rufen die radikalen Organisationen zur Revolution auf. Die Einführung des freiheitlichen Kommunismus ist mein größter Wunsch. 1936 fand der Kongress von Saragossa statt. Nach langen Diskussionen stand die Entscheidung fest. Die CNT sollte den freiheitlichen Kommunismus ausrufen. Bei dieser Art des Kommunismus läuft alles von unten nach oben und nicht umgekehrt. Alles wird in Hauptversammlungen geregelt. Über die Enthebung von Ämtern wird mehrheitlich entschieden. Die Tatsache, dass die Souveränität bei der Basis liegt, verhindert politische Mauscheleien. Allen gehört alles. Alles wird gerecht verteilt. Und wenn allen alles gehört und wenn jeder Arbeit hat, kann sich jeder bilden, denn er hat die Zeit dazu. España ha venido menos por una triple división. Por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases.
Entonces los falangistas habían empezado ya a tomar bastante fuerza y se atacaba con... Die Falangisten wurden immer gewalttätiger und attackierten unsere Genossen immer heftiger. Deshalb entschlossen wir uns zum direkten Kampf mit den Waffen. Nos empezáramos a plantear una lucha más directa, incluso pues yendo armados. Ganze Dörfer spalteten sich. In meinem Dorf, das 1500 Einwohner hatte, grüßten die Rechten die Linke nicht mehr. Für die meisten Arbeiter war klar, der geistliche Gegner ist die Kirche, der weltliche der Kapitalismus. Warum die Kirche? Kardinal Segura war ein erbitterter Feind der Republik. Deshalb. Unsere Gegner übten bereits im Ausland. Sie hatten Abkommen mit Hitler und Mussolini geschlossen. Jeder wusste es und jeder bereitete sich vor. Die Parteien und die Regierung. Aber es gab auch Minister, die schliefen, während wir auf die Straße gingen. Die Zentralregierung unter Casares Quiroga behauptete, es gebe keinen Putsch und ordnete an, dem Volk keine Waffen zu geben. Das war das Schlimme. Er hatte mehr Angst vor der Revolution als vor den Militärs. Man darf nicht vergessen, dass der Präsident von Katalonien, Companys, Anfang Juli dem Leiter für öffentliche Ordnung befahl, die CNT zu entwaffnen. In Barcelona hielten wir Militante und andere Linke 4 Nächte lang Wache. Am Tag vor der Revolution kamen sie und sagten, ich wäre sicher auf dem Dach eingeschlafen. Jetzt sei die Stunde der Wahrheit. Und wen es nicht interessiere, der könne nach Hause gehen, denn jetzt beginne die Schwerstarbeit. Wir waren vor dem Regierungsgebäude versammelt. Der Platz war voller Menschen, die Waffen haben wollten, aber Companys sagte, wir müssten noch warten. O a que he venido de este mundo, como no sea para gastarme, como no soy sordo mudo, no tengo el por qué callarme ante la ley del mundo. Juli 1936. Die Arbeiter von Barcelona warnen die Bevölkerung vor dem Militärputsch. Als die Sirenen losgingen, marschierten Tausende die Avenida de Santa Eulalia hinunter zur San Andrés-Kaserne. Díaz Sandino sprengte mit 2 Bomben die Tore auf und alle stürzten sich auf die Waffen. Als es Tag wurde, stiegen wir vom Dach. Auf der Straße nach Sanz sahen wir ein Fahrzeug mit der Aufschrift CNT Fai. Wir fragten, was los sei, und man sagte uns, auf der Plaza Catalunya gehe es los. In der Höhe der Stierkampfarena kam von hinten eine Kompanie der Falangisten mit schussbereiten Gewehren. Die Offiziere hielten Pistolen in der Hand. Da kamen wir aus den Seitenstraßen und beschossen sie, was ihre Truppen leicht in Unordnung brachte. Ich habe das alles wie in einem Traum gesehen. Ich sah das bewaffnete Volk, die Wagen, die im Rhythmus CNT Phi hupten und deren Fahnen im Wind flatterten. Ich sah diesen Kampfeswillen. Aber eines hat mich am meisten beeindruckt, dass die Soldaten der Guardia de Asalto, der Sturmgarde, jetzt auf unserer Seite kämpften. Una cosa que me impactó mucho, ver los soldados, ver los guardias de asalto al lado nuestro. Man warf uns vor, wir hätten 40.000 Gewehre und ich weiß nicht, wie viele Kanonen und Pferde an uns gebracht. Es gab nur noch uns, sogar die Sturmgardisten liefen zu uns über. Auf dem Foto sieht man, wie sie sich hinter einem Pferd verschanzen.
Zu Tausenden kamen die Leute aus ihren Häusern. Es war einfach unglaublich. Und die Militärs bekamen es mit der Angst und ergaben sich. Zum großen Leidwesen der Regierung besiegte die Bevölkerung von Barcelona, angeführt von der CNT, die Armee. In Barcelona wendete sich das Blatt. Das ermutigte die Bevölkerung von Madrid, die Montaña-Kaserne zu stürmen. Es una manifestación pública. Ganz Madrid versuchte sich dem zu widersetzen, was über die Stadt hereinzubrechen drohte. Spanien ist in zwei Lager gespalten. Ein Krieg zwischen den Klassen hat begonnen, der 3 Jahre dauern wird. Die rechten Rebellen ermorden Sympathisanten und militante Anhänger der Republik und der Linken. Die Republiktreuen holen dagegen zum Vergeltungsschlag gegen Personen aus, die im Verdacht stehen, die Rebellen zu unterstützen. Sowohl Priester als auch Soldaten verschanzten sich auf den Kirchtürmen und schossen nicht nur auf bewaffnete Gegner, sondern auf alle, die sich auf der Straße befanden. Die Menschen steckten daraufhin die Gebäude in Brand, von denen aus man auf sie geschossen hatte. Wir haben in diesem Kampf viele wertvolle Menschen verloren. Beim Sturm auf die Atarazanas-Kaserne kam Francisco Ascaso ums Leben, als er vor einem Fensterschützen in Deckung gehen wollte. So etwas kam bei uns häufig vor, weil auch die Intellektuellen, wie mein Vater, in der ersten Reihe kämpften. Die totale Unfähigkeit der republikanischen Regierung auf den Staatsstreich zu reagieren und der Zerfall der staatlichen Strukturen führen dazu, dass in vielen Städten die Bürger selbst die neue Gesellschaft organisieren. Alle Gefangenen des Cárcel Modelo in Barcelona kamen auf einen Schlag frei. Die Befreiung der Inhaftierten war der erste glorreiche Moment der Revolution. Die Regierung hatten wir abgeschrieben. Sie konnte uns nicht helfen. Das Einzige, was für uns zählte, war die Gewerkschaft. Wir hörten nur noch auf sie. Wir gründeten sofort ein Komitee zur Rekrutierung von Leuten, die nach Aragon gehen sollten. Aber auch, um persönliche Racheakte zu verhindern. Am 19. Juli vollzog sich automatisch ein Wechsel in der Gesellschaft. Der Großteil der Kapitalisten war weggegangen oder geflohen. Also mussten die Arbeiter die Verteilung der Arbeit in die Hand nehmen. Noch am selben Abend fand im Haus des Volkes, dem ehemaligen Casino der Reichen, eine Versammlung statt. Dort wurden von der CNT-UGT die Komitees und Betriebsräte ernannt und die Aufgaben wurden verteilt, damit es weitergehen konnte. Wir einigten uns darauf, alle Arbeitslosen auf die bestehenden Fabriken zu verteilen, so dass es keine Arbeitslosen mehr gab. Die Reichen sagten, es seien 500 Arbeiter zu viel. Die Arbeiter sagten, es seien 5 Reiche zu viel. Als diese 5 verschwunden waren, gab es Arbeit.